In der Aufklärung ist die Wissenschaft mit dem Versprechen an den Menschen herangetreten, ihm die Möglichkeit zu geben, sein Leben zu verbessern, die Lebensbedingungen so umzugestalten, dass die Menschen darin besser leben können. Mittlerweile haben wir die Erfahrung gemacht, dass aus diesem Prozess der Umwandlung von Wissenschaft in Technik auch enorme destruktive Folgen herausgekommen sind. Kriege, die Atomkraft haben wir schon besprochen. Sehen Sie die Möglichkeit, eine Physik so zu gestalten von den Physikern her, dass solche destruktiven Wirkungen ausbleiben? Oder mal ganz konkret auf Ihr Forschungsgebiet hingefragt, wenn Sie die transzendenten Prinzipien finden, die Materie erzeugen, dann schaffen Sie natürlich auch die Möglichkeiten, enorme Macht auszuüben. Denn wenn Sie diese Prinzipien mal gefunden haben, können Sie die Materie ja viel einfacher verändern. Sie können Menschen verformen beispielsweise und damit die persönliche Freiheit komplett vernichten. Wie würden Sie Ihre Physik so gestalten, dass solche destruktiven Nebenwirkungen oder destruktiven Folgen ausgeschlossen werden können? Die einzige Möglichkeit ist, dass wir sagen, so wie die Physik im Augenblick ist, die kann sich nur entwickeln in einer Beschreibungsweise, die dinglich ist. In dem Augenblick, wo es lebendig ist, würde ich sagen, ja, kann ich nicht machen. Aber wir können uns trotzdem verständigen über Dinge, die wir nicht begreifen können. Aber die Sprache, die dazu geeignet ist, ist vielmehr die Kunst. Wir sind hier in einem Gebäude, nicht ein Musikgebäude. Die Musik ist eine Mitteilung, die nicht von der Art ist, wie die Physik das mitteilt, ja, die auch nicht festgelegt ist, die man nicht greifen kann. Das heißt, wir müssen entdecken, dass eigentlich in der Kunst wir etwas betreiben, das mit der Wirklichkeit eigentlich am nächsten ist. Dass die Physik ist sozusagen eine Approximation, indem ich das, was lebendig ist, so zusammenknote, dass es sozusagen nicht mehr lebendig ist, und dann kann ich es sozusagen bemächtigen und kann all diesen Unfug machen, den wir damit machen. Wenn wir das nur verfolgen, dann sind wir einfach auf absteigenden Ast. Wir sind im Augenblick in der Entwicklung des Lebens an dem Punkt, wo wir den Ast absägen, auf dem wir sind. Und die Natur sagt, na ja, schade. Also wir haben eigentlich so tolle Künstler gehabt, aber auf die achtet niemand. Jetzt sägen sie sich den Ast ab wegen diesen anderen. Dann sägen sie ab. Dann müssen wir halt noch mal ein bisschen an einer anderen Stelle anfangen. Die haben sozusagen das Ziel verfehlt, ja. Das heißt, die Physik kann uns nicht retten, aber die Physik kann uns sagen, wir müssen alle bescheiden werden, wenn wir sagen, jetzt habe ich es begriffen. Also so und so. Alles sind nur Gleichnisse. Keiner kann sagen, er hat es begriffen und deshalb ist es so und so. Alles hat seine Wahrheit. Aber in dem Augenblick, wo ich sage, ich habe die Wahrheit und die anderen nicht, sind wir auf dem absteigenden Ast.